Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und gemeinsam mit euch möchte ich heute verschiedene Überraschungseier auspacken. Doch zunächst schauen wir in die mysteriöse pinke Box und... Hey, hier haben wir schon das erste Überraschungsei für heute. Ein Hello Kitty Überraschungsei. Na gut, dann packen wir die pinke Box jetzt einfach mal beiseite. Und schauen, was wir noch so haben. Ein blaues Ei mit Augen. Ich frage mich, was da wohl drin sein wird. Und ein Kinderjoy haben wir heute auch noch. Cool. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Hello Kitty Überraschungsei. Hier bin ich am neugierigsten und möchte wirklich wissen, was hier drin ist. Und? Lecker Süßigkeiten. Weiße und rosane Perlen aus purem Zucker. Das geben wir jetzt einfach mal zu George. Dann haben wir natürlich noch ein Set an Aufklebern. Super tolle Hello Kitty Sticker. Die kommen zu Hello Kitty. Na, ist runtergefallen, ist aber auch gar nicht so schlimm. Das kann beiseite. Und ein Hello Kitty Ring. Der ist witzig. Ein Hello Kitty Ring mit Hello Kitty drauf natürlich. Und ich probiere einfach mal, ob das auf meinen Finger passt. Und naja, gerade so. Ist mir vielleicht ein bisschen zu klein, aber ich glaube, euch könnte der ganz gut passen. So, das war unser erstes Überraschungsei für heute, das Hello Kitty Ei. Und, naja, bevor wir das Kinderjoy öffnen, frage ich mich wirklich, was in diesem Überraschungsei drin ist. Oh, hier haben wir eine kleine Twisthead-Figur. Ganz in Schwarz. Schaut euch mal die bösen gelben Augen an. Ich glaube, das ist eine Halloween Edition. Und ein Barbie-Anhänger. Mit dem Hund von Barbie drauf. Wie heißt dieser kleine Pudel eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob er einen Namen hat. Aber wenn ihr ihn wisst, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Natürlich eine SpongeBob-Figur. Ja, SpongeBob ist immer so happy. Der schaut wirklich glücklich aus. Und eine Figur aus dem Kinofilm Rio 2. Und nicht zu vergessen, das kleine Hello Kitty mit einer Blume. Okay, das war's für dieses Ei, aber ist auch gar nicht so schlimm, denn wir haben noch ein drittes Überraschungsei, nämlich ein Kinderjoy. Das versteckt sich hier in diesem Glas. Ja, dann holen wir das jetzt hier raus und öffnen das Kinderjoy einfach mal. Die Schokolade kommt wieder zurück ins Glas und wir schauen jetzt, was wir für ein Spielzeug bekommen werden. Oh, ich kann glaube ich schon erkennen, was das Ganze ist. Ja, schaut aus wie ein kleiner Kreisel, beziehungsweise zwei kleine Kreisel, die man durch Pusten antreiben kann. Genau. Wie auf dem Bild abgebildet, man tut es auf den Tisch und pustet und dann sollte das Ganze anfangen, sich zu drehen. Okay, wir haben also den Kreisel, wir haben die Hello Kitty Figur. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Mein Name ist Gunnar und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir gemeinsam Überraschungseier auspacken.